das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Anna sagt, dass T-Buck tot ist. Wo habt ihr das aufgeschnappt? Na los, Motherfucker! Tanzen wir! Mich täuschen, aber solche Einschusslöcher gab es damals in der ersten Runde noch nicht. Dass wir kommen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Fahrstuhl. Jetzt los. Ich habe einen Leck. Ach. Klar, dass du ein Leck hast. Wir werden angegriffen! Nemo, wo kam die her? Gute Frage. Keine Ahnung. Ah.
Stück. Achso, der ist futsch, okay. Jo, das war ein hartes Stück Arbeit. Jackie, ich muss dich holen, oder? Dir geht's wirklich nicht gut. Also hopp, halt, da liegt noch was. Willkommen zurück. Mit Delamain vergessen Sie nicht, dieses Mal.
Kampfgadget ausrüsten. Weise eine Granate einem Kampfgadget Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Gleich losfährst, hagelt's gleich Sorgen! Nicht schlecht! Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Oh, so ein... Yellowmate! Field, bitte bleiben Sie ruhig. Straßenblockade. Oh, Huevos! Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Bind sie nicht einfach auf! Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann drück drauf! Ich tu, was ich kann. Du musst durchhalten, Jackie. Verstehst du? Klar. Schau dir vor, dass sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es die ganze Zeit. Sie wusste was? Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Jackie, jetzt mach keinen Scheiß. Nicht lustig. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielpunkt. Zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. Deshaun erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack.
Scheiße. So haben wir nun wirklich nicht gewettet. Wo soll ich jetzt hin? Darüber. Das war jetzt wirklich nicht notwendig, dass der Kerl hier krepiert. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde er hier von den, von den Flugeinheiten auf dem Fenstersims angeschossen. Oder bei dem Sturz schwer verletzt. Lass mich rein. Er wartet. UNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation wurde Berichten zufolge in den Räumen... Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addies, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst dein Gesicht, alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Sieht ja wirklich wüst aus. Alles klar.
Irgendwie habe ich sowas geahnt. Hey, mach mal halblang. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Ja. Scheint, als wäre ich nur das ruhige Leben. Ruhmreich aufgehen können andere. Fuck you. Intermezzo? Hey! Hammer. 20. August 23. Okay. Groupie. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Okay, was ist das jetzt? Nicht drauf. Gut. Irgendwo ganz anders, in einem ganz anderen Abschnitt. Es ist Zeit, sowieso jetzt hier Pause zu machen. Leute, ich sag euch was. Ich gehe jetzt ins Bett. Es ist hier gleich. Nein, es ist nicht gleich. Es ist schon nach 12:30. Ich muss morgen früh wieder raus. Spielzeit knapp 2 Stunden. Hatte ich mir nicht ganz so lange vorgestellt, aber ja gut, ist jetzt passiert. Muss ich morgen durchhalten. Ja, dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze hier jetzt mal. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das jetzt ohne Scheitern durchgeknallt habe. Und nicht wie Jackie mittendrin mal das Zeitliche gesegnet habe. Von daher lief das insgesamt eigentlich ganz ordentlich für mich. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie die Story hier weitergeht. Und ich würde sagen, das machen wir in einem anderen Kapitel von Cyberpunk 2077. Ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht. Schlaft gut, erholt euch gut. Lasst euch überraschen, wie die Sache hier weitergeht, wie immer. Und dann schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Ich bin neugierig, ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, haltet einfach die Ohren steif. Ich wünsche euch was, euer Captain. Ciao und bis zum nächsten Mal.